So, der Nathan. Oh ja, da sieht man schon was. So lebendig sieht er nicht mehr aus, oder? Oje. Oh, er redet noch. Ihr Deich, attackiert von Garedain, schreckliche Kreaturen. Nehmt mein Bündel, bringt das beste Vorrot. Okay, Vorsicht, Garedain. Ich lasse ihn da einfach so liegen? Hallo, der lebt doch noch. Oder hat... Das ist er hinüber, oder? Okay, dann werden wir gleich angegriffen. Zack. So, und jetzt müssten wir ja auch die Beutelchen hier finden, ne? Hoffe ich. Ich glaube, wir reiten noch ein Stück. Es ist noch ein Stück Weg. Also, da kommt man jetzt auch Waage. Ja, da hätten wir auch noch ein paar Stammesangehörige gefunden. Und die Beutelchen hat es hier tatsächlich auch. Dann muss der hier jetzt dran glauben. Wir müssen hier eh welche töten. Das sind die, wo der andere Elb gesagt hat, ne? Dass wir sie töten sollen. Der angeblich so friedlich ist. Und nicht will, dass irgendwas getötet wird. Ja, dann müssen wir hier ja eh noch ein bisschen was schnitzeln. Nicht nur alles umgehen. Was ich ja auch ganz gerne mache. Die stehen da so geknubbelt. Ach, das ist auch nochmal so ein Wahrsager. Der Teich hier sieht aus wie derjenige, den Erechiel erwähnte. Ach ja, wir sollten noch Tränen reintropfen, ne? Das kommt ja auch noch. Hier, gieß die Endtränen in den Teich. Das Wasser beruhigt sich und leuchtet sanft auf. Es fühlt sich kühl an euren Beinen. Ich habe ja früher immer ewig hier hinten gesucht, weil da der Bach, hier kommt auch ein Bach runter und ich dachte, der ist gemeint und habe da immer ewig gesucht, wo ich dann die anwenden kann und es ging halt immer nicht. Und dann so, oh, das ist ja ganz woanders. So, zwei bräuchte ich noch. Das gilt ja auch für hier. Mhm. Na, dann nehmen wir den da oben noch mit. Eine richtig gute Reichweite, ne? So. Dann haben wir ja alles hier oben, oder? Haben wir was vergessen? Bisschen Quests ordnen? Nö, sieht gut aus. Dann kommen noch die Totems. Aber das hier muss ich ja eh noch abgeben. Und die Räuber schleichen hier auch dazwischen rum. Eieieiei.
Was benötigt ihr? Es wird ein wenig dauern, bis ich die hier untersucht habe. Und wenn das Glück auf unserer Seite ist, werden wir meine Erkenntnisse nicht umsetzen müssen. Inwiefern das Glück? Naja, vielleicht hat ja Erchiel noch eine bessere Idee. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Das Wasser hat leicht aufgeleuchtet und fühlte sich kühl an euren Beinen an. Das heißt wohl, dass es funktioniert hat und jedweder von den Gauredain angerichtete Schaden nun von dem See weichen sollte. Hoffen wir's? Noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Seid gegrüßt. Aha, als ihr die Gauredain besiegt hattet, jagten sie auseinander und flohen? Gut. Sie werden es sich zweimal überlegen, bevor sie dorthin zurückkehren. So viel zu, er ist ja der Friedliche, ne? Ihr gehört wirklich zu den ganz Schnellen. Jetzt hat er wieder die Knazi-Stimme. Also die random Sachen sind so... Und wenn er dann wieder redet, dann ist er wieder ganz seriös und entig. Zum ersten Mal seit langer Zeit schmecken meine Wurzeln wieder frisches Wasser. Der Ebenbach wurde gereinigt. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Irgendwas fehlt noch. Stellt unechte Totems auf. Okay. Jetzt leuchtet's. Jetzt immer richtig. Fünf Stück. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ah. Wollte eigentlich nur diesen Gauratein da ausweichen. Stellen die einfach heimlich auf. Ohne, dass es jemand sieht. Zwergeneisen. Da. Ich glaube, die stehen jetzt ein bisschen weiter auseinander, ne? Kann man auch reiten. Was wir auch noch machen könnten, ist den nächsten Meilenstein da holen. Den nächsten. Ja, Meilenstein, ne? Grenzstein. Da unten steht noch eins. Und dann da oben wieder. Ja, dann machen wir das gleich noch mit dem Schatz. Ja, eigentlich wäre es ja wirklich nett, wenn sie hier in dieser Region bleiben und nicht über diesen Rand hier rüberkommen, dann haben die unten tatsächlich ihre Ruhe. Also, von dem her sind die Gebietsansprüche ja nicht schlecht. Die dürften halt nicht drüber rausgehen. Und dann haben alle ihre Ruhe. Ich glaube, es gibt hier auch noch eine Landmark, ne? Raschbach. Ist ja schon immer Raschbach. War der nicht irgendwie lange Zeit unübersetzt? Oder er hieß irgendwie anders? Es gab auch keine Landmark, oder? Doch. Der Raschbach. Huch. Oh, hier gibt es auch noch so eine umherstreifende Bedrohung. Mach mal ein Bögelchen um ihn herum.
Nee, wo war denn das aber mit dem... Nein, war das nicht auch bei so einer komischen Insel hier? Muss noch mal gucken. Ah, noch weiter. Nee. Nee? Nur irgendwie nicht sein. Noch was, wo weist denn das hin? Noch ein Markierungsstein tatsächlich hier unten? Hä? Sein wann? Ah, ja, hier. Okay, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Da stehen Leute. Viel zu viele Leute. Da ist der Stein. Wir könnten den aber auch gleich anklicken. Ja, das ist ungerecht. Wir waren zuerst hier. Was für ein schrecklicher... Ihr seid ein Freund der Waldläufer? Was für ein glücklicher Zufall. Wir haben hier gerade festgestellt, dass es uns an Leuten fehlt, um es mit diesem Pack von Grabräubern aufnehmen zu können. Mit eurer Hilfe sollten wir aber mit ihnen fertig werden. Schnappen wir sie uns, Jungs. Verpassen wir ihnen eine Lektion, damit sie lernen, dass man die Relikte der Vergangenheit besser in Frieden ruhen lässt. Los, schnappen wir sie uns. Kommt, Jungs. Jetzt haben wir Hilfe. Wir machen sie alle nieder. Ach, da ist doch jeder wie der andere, ha? Huh? Aber sie sind dunkelblau. Komm, hau drauf. Okay, das waren schon meine eigenen Freunde hier. Um den Markierungsstein herum kann man sehen, dass hier gegraben wurde. Als er die Lage des Schatzes gekennzeichnet hat, dann ist dieser inzwischen bestimmt gefunden worden. Der Markierungsstein ist mit einer Inschrift versehen, die im Laufe der Zeit jedoch verblichen ist. Die Inschrift auf diesem Markierungsstein ist kaum lesbar. Diese Worte hier lassen sich gerade noch entziffern. Hoch oben auf dem Dolhedir, hinter den Dämmerfällen, schützen mein letztes mir Männer in wölfischem Fellen. Dieses neue Rätsel könnte Aufschluss darüber geben, wo sich der Schatz wirklich befindet. Also wir hätten aber auch ohne die umhauen können und hätten auch hier klicken können, glaube ich. Also das war jetzt nicht nötig, um weiterzukommen. Finde die Lösung des Rätsels. Eigentlich müssten wir hier auch jetzt weitermachen. Vor allem kämen wir hier auch recht zügig rüber von der Seite. Wir müssen aber eh nochmal hier. In die Richtung, von dem her ist es egal. Dann machen wir erstmal hier fertig. Was benötigt ihr? Ah, gut gemacht. Das sollte die Bedrohung durch die Gauredain zumindest einmal stark verringern. Diese Reihe aus Geistertotems wird zwar nicht ewig verhindern, dass sie wieder vorstoßen oder ein paar ihrer hartnäckigsten und kühnsten Jäger bei uns eindringen, doch mit denen werde ich schon fertig. Sie wird jedoch verhindern, dass zwischen ihrem und unserem Stamm hier im Traufenspitz ein offener Konflikt ausbricht, und das genügt im Moment schon. Ich danke euch von ganzem Herzen. Zwar habe ich keine weiteren Aufgaben für euch, doch könnt ihr Li Nuifin oder Langzweig fragen, ob sie eure Hilfe benötigen. Und er wollte doch auch noch seinen tollen Plan hier uns unterbreiten, oder? Du sollst deinen wahren Namen nicht preisgeben. Warum? Die mit Wolfshäuten bekleideten Menschen spielen keine Rolle mehr, sagen die Seidenhaarigen. Ich glaube ihnen. Die Bäume des Berges, auf denen sie sind, rufen mich nicht mehr, denn sie sind wieder eingeschlafen. Die Bäume im Süden jedoch schreien vor Schmerz und rufen um Hilfe.
Große Menschen, riesige Menschen, fast so riesig wie Langzweig, reißen die Bäume aus dem Boden. Ich spüre ihren Schmerz. Okay, dann sollen wir wieder helfen. Seid gegrüßt. Ich muss euch um Verzeihung bitten, weil wir euch vielleicht nicht erzählt haben, wie ich die Riesen davon überzeuge, dass es in diesem Wald spukt. Das ist leichter, als ihr vielleicht glaubt. Ihr müsst nur eine bestimmte Beerensorte von den Büschen für mich pflücken, die in diesem Teil des Waldes wachsen. Sie sind recht süß, doch ich warne euch dringend davor, sie zu probieren, denn sonst könntet ihr euch durch ihre Wirkung weit verwirrt wiederfinden. Sie sind sehr voll im Geschmack, doch berauschender als das stärkste Zwergenbier. Bringt mir einige Handvoll, dann bereite ich etwas Feines für die Riesen zu. Die Beeren findet ihr südlich vom Traufenspitz und östlich von Amon Moth. Okay, dann gehen wir jetzt gegen die Riesen vor. Habt noch einmal Dank für eure Hilfe mit den Gauredeien. Dank eurer Mühe wird es sicher einige Zeit dauern, bis sie uns hier wieder stören. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Es gibt eine Bande von Bergriesen, die sich am westlichen Waldesrand niedergelassen hat. Das sind gemeine Rohlinge, denen es gefällt, Bäume zu zerschmettern und durch das Dickicht zu trampeln. Dass es Langzweig schon im sämtlichen Ästen juckt, wenn er nur daran denkt. Ich selbst ziehe die List im Kampf mit der Klinge vor, wenn meine Gegner dreimal so groß wie ich sind und nur ein Zehntel so schlau. Und deshalb schlage ich euch folgendes Vorgehen vor. Seit einigen Jahren flöße ich diesen Riesen schon Furcht vor Waldgeistern und Kobolden ein. Nein, die gibt es gar nicht, zumindest nicht hier, aber das wissen die Riesen ja nicht. Flackernde Lichter in den entfernten Wäldern, das unerklärliche Verschwinden wichtiger Gegenstände, seltsame und unheimliche Geräusche, all solche Dinge, mit denen man Kindern Angst einjagen und sie davon abhalten würde, in einen gefährlichen Wald zu laufen. Diese Riesen sind kaum schlauer als kleine Kinder und ungefähr die gleichen Geschichten bewirken, dass sie sich nicht in diesen Wald trauen. Normalerweise jedenfalls nicht. In letzter Zeit sind sie wieder etwas zu dreist geworden. Vielleicht könnt ihr wieder die Kobolde erwecken? Ich weiß zufällig, dass einer der Riesen, der am Rand des Lagers Wache hält, einen Glücksbringer bei sich trägt. Einen wertlosen Stein, nehme ich an. Schaut, ob ihr euch den schnappen könnt, wenn er gerade mal nicht aufpasst. Es gibt dort ein kleines, steinernes Hügelgrab, das ich zur Ablenkung aufgebaut habe. Geht dabei schnell und heimlich vor, sonst werdet ihr totgetrampelt. Und das machen wir. Bleibt noch einen Moment. Ich fürchte, die Situation hat sich zum Schlechten entwickelt und eine unangenehme Wendung genommen. Anscheinend hat ein recht gerissener und intelligenter Steinriese die Führung der Riesen von Amon Moth übernommen. Und so ein bedrohliches Vorzeichen kann ich nicht ignorieren. Riesen sind sehr mächtige Kreaturen und können gefährlich werden, doch gleichzeitig sind sie uneinig und chaotisch. Nur selten tritt ein starker Anführer an ihre Spitze. Doch wenn dies geschieht, hat das gewöhnlich katastrophale Folgen, denn nur wenige Kämpfer sind in der Lage, es mit organisierten Riesen aufzunehmen. Selbst Erchiel und Langzweig wären damit wahrscheinlich überfordert, sollte es soweit kommen. Der neue Anführer darf seinen Einfluss bei den Riesen nicht ausbauen, sonst könnte er leicht die Wälder erobern. Leider fehlen mir die Mittel, sie auszuschalten, und Erchiel und Liduifin müssen über den Traufenspitz wachen. Könnt ihr eine Gruppe zusammenstellen, die stark genug ist, um den Anführer für mich zu vernichten? Ja, früher hat man da tatsächlich eine Gruppe gebraucht, inzwischen ist es solo. Ist nicht mehr ganz so wild. Okay, dann sammeln wir jetzt erstmal Beeren. Und ja, machen wir erstmal das mit den Beeren, sonst müssen wir nachher nochmal there and back again. Weil wir sollen ja die Riesen dann auch noch ein bisschen alkoholisieren oder zumindest sowas ähnliches. Ja. Müssen erstmal die Beeren finden. Ja. Leuchtend bunte Beeren. Eigentlich sind sie aber nur rot und rosa. Bisschen wie Drops.
Und der Drops. Oh, irgendwas will mich beißen. Ach, Bär, lass mich. Lass mich, dann lass ich dich. Husch. Wo hat's denn noch? Da sind welche. Und Zweige. Na, ich habe gerade überlegt, ob ich schon zu weit drüben bin, aber nein, da sind auch noch welche. Und da drüben sind auch noch. Nee. Na, er hat mich unterbrochen, ja. Ich habe gehofft, dass ich sie noch erwische. So, bringe die Beeren zu Lidwifin. Ich grüße euch. Hm, diese scheinen frisch, fruchtig und genau richtig zu sein. Lasst mir einige Minuten Zeit, um eine gute Portion zuzubereiten. Die körperliche Verfassung von Riesen entspricht ihrer Größe. Dies hier ist einer der wenigen Tränke, der Wirkung bei ihnen zeigt. Wartet nur ab, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Besiegt den Anführer, stellt ein... No. Ich muss mir noch sonst noch irgendwas... Müsste ich jetzt nicht eine Folgequest kriegen? Ich habe nur abgegeben. Seid gegrüßt. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ach, ich muss einfach nur den beiden helfen. Ah, dann muss ich nochmal hoch. Kann das sein? Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich doch erstmal noch zu den Riesen sollen. Ja, super. Ich dachte, ich spare mir hier was. Und jetzt im Gegenteil. Jetzt muss ich ja nochmal darüber. Ah, da leuchtet auch schon der Steinhaufen. Das haben sie auch ein bisschen doof übersetzt, ne, in der Quest. Ein kleines Steingrab. Ich meine, es gibt zwar diese Stein... Haufen, die dann auch irgendwie als Steingrab dienen, aber in dem Fall passt es einfach nicht. Ein Haufen kleiner Steine, die sich gut zum Werfen eignen. Oh, Heda, aufhören! Was heißt hier Heda? Ich habe nichts gemacht! Mehr machen sie nicht? War das schon? Ach nein, wir machen nochmal. Heda, ich hab dir doch gesagt, du sollst aufhören, Zeug rumzuschmeißen, sonst hau ich dir gleich was, mal das dumme Grinsen aus deinem Gesicht. Ach, du hast mich schon geschlagen, zu oft, um deine Gehau dir weiter mit anzuhören. Klappe zu jetzt! Warum muss mich jetzt dieses Bärenbaby hier anhauen? Nochmal. Na gut, jetzt reicht's. Jetzt kannst du was erleben, du nervende Dummbacke. Du hast den Verstand verloren. Dummer Depp, den muss ich jetzt wieder in dich reinprügeln. Und jetzt können wir den Glückstein mopsen. Das wäre der Solo-Part, aber wir müssen ja sowieso welche töten. Und da wir eine Ein-Mann-Armee sind, können wir hier auch noch andere schnetzeln. Wir müssen gar nicht, ne? Wir sollen nur den Anführer töten. Aber es gibt auch hier ein Buch der Taten, ne? Ups, ich hab Aggro. Ha!
das ist langweilig. Hast genug davon, die eigenen Zähne zu gucken, was? Okay, also sie sind jetzt glücklich. Oder wieder friedlich. Noch einer. Ach, hier haben wir nämlich noch die Riesenbezwingerin. Dann nehmen wir die halt noch mit auf dem Weg zum Anführer. Ey, nicht in die anderen reinkicken. No, passiert. Und dann auch noch gleich zwei. Boah, diese Kickerei. Finger weg. Ah. Jetzt habe ich den Buff wieder. Was ist das hier? So. So, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen stärken. Wir können ja von dem, was haben wir da gekriegt? Von dem Apfelkuchen mal was essen. Und dann geht es uns doch gleich schon wieder viel besser. So, was haben wir denn hier? Jede Menge Bären. Ich glaube, wir holen den mal raus. Ich weiß nicht, ob alle Bären mitkommen oder nur der Dicke. Nur der Dicke. Hä? Da kommt, da kam gerade noch ein anderer Stein geflogen. Ach, da drüben. Okay. Noch lieber mit dem Rücken gegen den Felsen. Okay. Und jetzt haben wir ja erstmal alles erledigt, ne? Ja. Machen wir nochmal nach. Nicht, dass wir wieder fälschlicherweise porten.